Was als Rauner von manchen Feinschmeckern einmal als nicht fein genug geachtet wurde, ist inzwischen Teil auch jener gehobenen Küche, die nichts Rustikales an sich haben will. Einfach aufgrund der kulinarischen Vielfältigkeit. Dass die Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, weiß man ja. Dass man das farblich auch unterstützen kann, das ist dann umso liebenswerter. Mit roten Rüben zum Beispiel, hier im Innviertel auch Rauner genannt. Und so nebenbei auch das Lieblingsgemüse der frisch vermählten Wirtsleute vom Mattigtaler Hof. Als allererstes habe ich einen Rauner gewaschen, danach im kalten Wasser angesetzt und gekocht. Je nach Größe vom Rauner zwischen 30 und 50 Minuten kochen. Erst so 5 Minuten vor Garende sollte man den Rauner salzen, also das Wasser salzen, weil das Wasser, also der Rauner wird sonst matt, wenn man es davor schon salzt. Man kann während dem Kochen kann man auch Zitrone dazugeben, dann wird er ein wenig heller. Man kann Bockpulver dazugeben, dann wird er ein bisschen dunkler. Oder man lässt ihn einfach so normal. Mit Frischkäse gefüllte Raunerschnitzel sollen es am Ende werden, mit Raunerpüree. Das Püree macht man einfach mit brauner Butter, Salzen, Pfeffer und ein bisschen Muskatein. Und die Stückel einfach mit dem Stabmixer mixen. Wenn dann das Püree fertig ist, dann tut man es einfach ins Wasserbad und hält es warm. Nun zu den Schnitzeln. Danach schneide ich die roten Rüben in Scheiben, tue es Salz und Pfeffern. Dann belege ich die Hälfte mit Frischkäse und die andere Hälfte die lege ich einfach drauf. Den gefüllten Rauner den müssen wir dann panieren. Und zwar nehme ich da normales griffiges Mehl, Eier und Haferflocken. Die mixt er und mischt Hartkäse drunter, weil Franz Schratenecker Käse liebt. Und auch beim Reis hat er so seine Vorlieben. Also wir haben da einen Einkornreis aus dem Innviertel hergenommen. Der wird da in Eckischberg angebaut. Ja, erstens mal, weil er regional ist und zweitens mal, weil er viel geschmackiger ist. Und nicht vergessen, rote Rüben sind richtige Farbbomben. Man sollte immer Handschuhe anziehen und aufpassen. Am besten ist sogar beim Schneiden ein Tüchel drunter legen oder sowas. Weil wenn man zum Beispiel Holzbrettel hat, die Farbe bringt man immer so leicht raus. Rote Rübe, rote Beete, Rauner. Egal wie man sie auch nennt, genau jetzt hat das heimische, geschmackige Fuchsschwanzgewächs Hochsaison. Das Rezept gibt es beim ORF Oberösterreich Kundenservice unter 0732 666 952 und im Internet unter oe.orf.at. Wenn Sie gerne auf der Suche sind nach brauchbaren Kochbüchern, dann kann ich Ihnen dieses Buch sehr ans Herz legen. Das heißt Herbst und da drinnen findet man unglaublich tolle Gerichte, unter anderem natürlich auch mit roten Rüben. Wie zum Beispiel die Gansl-Frühlingsrolle mit einem roten Rübensalat und Dirndl-Gelee. Denn die rote Rübe ist unglaublich wandlungsfähig und passt eigentlich zu allem, was ein bisschen Frucht und Säure verträgt. Ja, so süß, erdig schmeckt der Herbst.